Kennst du das Gefühl, dass du manchmal so ein bisschen den Halt verloren hast? Du fühlst dich schwimmend, fühlst eine gewisse Unsicherheit, was zum Beispiel Mitmenschen, Beziehungen angeht, vielleicht auch eine finanzielle Unsicherheit, wo du spürst. Das sind alles Themen, die man eigentlich aus yogischer Sicht assoziieren mit dem ersten Chakra. Jetzt, was heisst das? Das heisst, wir haben ein Energiefeld, das ganz unten bei der Wirbelsäule ist, eigentlich wirklich da ganz unten, wo die Wirbelsäule anfängt. Und psychologisch steht das Energiefeld steht für den Anfang eigentlich von unserem Leben. Und zwar, es steht wirklich für unsere Wurzeln, es steht für unsere Familie, dort, wo wir herkommen und die Instrumente, die wir am Anfang von unserem Leben mitbekommen haben. Gleichzeitig ist es verbunden im Körper mit den Beinen und den Füßen. Das heisst, unsere Füße, kannst du dir vorstellen, sind wie eine Art unsere Wurzeln, ist aber auch der Kontakt zum Boden, wo man eben manchmal merkt, so, ich habe den Kontakt verloren oder ich spüre den Boden unter mir. Das sagen wir sogar so. Ich spüre den Boden unter mir nicht mehr richtig. Also unsere Beine, unsere Füße geben uns einen gewissen Halt, verbinden uns mit dem Boden unter uns verbinden. Und genau um diese Verbindung geht es. Also in dem Energiefeld von dem ersten Chakra ist es wirklich so, dass wir uns mit Themen befassen, wo ein Baby, das gerade auf die Welt kommt, wo wirklich das braucht Sicherheit, es braucht Essen, es braucht Schlaf, es braucht Liebe und Geborgenheit von der Familie rundherum. Und genau das brauchen wir schlussendlich auch als Erwachsene. Diesen Aspekt brauchen wir immer noch. Wir brauchen ein Dach über dem Kopf, wir brauchen die Nahrung, all die Grundbedürfnisse, die wir einfach brauchen zum Leben. All diese Themen kommen in diesen Themenbereich, in diesen Energiebereich hinein. Jetzt ist es aber so, dass natürlich, je nachdem, in welcher Situation wir im Leben sind, dass wir merken, dass im Moment habe ich meine Füße überhaupt nicht am Boden. Ich bin irgendwo in der Luft, ich bin irgendwo im Kopf und uns fehlen so die Wurzeln und wieder die Verbindung zum Jetzt. Es ist aber auch so, dass eben, manchmal fühlt man sich auch nicht so sicher. Es fehlt einem vielleicht eine gewisse finanzielle Sicherheit. Es fehlen einem vielleicht auch gewisse Grundbedürfnisse, manchmal, wenn es einem nicht so gut geht. Es fehlt wirklich so ein bisschen die Verbindung zu dem, was uns erdet. Was ich heute möchte, ist dir ein paar Tipps mitgeben, wie du dich mehr wieder kannst ins Gleichgewicht bringen kannst, wenn du merkst, dass, wirklich, dass du nicht mehr so gut geerdet bist. Tipp Nummer 1. Wenn du dich wirklich nicht mehr verwurzelt fühlst, geh dorthin, wo es Wurzeln hat. Und zwar in den Wald. Also geh in die Natur raus, geh laufen in die Natur. Wenn es natürlich Sommer ist, ist lässig, kannst auch mal barfuß im Gras laufen. Wirklich, geh in die Natur, beweg dich dort, du tief atmen. Einfach so ein bisschen wieder in die Ruhe von der Natur kommen. Die Natur gibt uns Sicherheit, die Natur gibt uns auch das Urvertrauen wieder ein bisschen zurück, das wir eben manchmal verlieren. Ein zweiter Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist schauen, dass du zu genug Schlaf kommst. Und zwar, wenn wir wirklich in einer Woche ein paar Nächte nacheinander nur 4-5 Stunden Schlaf haben, das tut uns einfach auch, da sind wir total neben den Schuhen am Schluss und da verlieren wir auch so unsere Stabilität. Schlaf ist unwichtig. Schlaf gibt uns so das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit, aber ladet uns auch mit frischer Energie für den Tag auf. Tipp Nummer 3 von mir. Meistens tragen wir Sachen mit uns um, die uns belasten. Das sind vor allem Themen, die die Familie angehen. Also wirklich so die eigene Kindheit oder einfach die Familie an sich. Und da ist ein Tipp, ist wirklich, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Je nachdem ein Gespräch suchen mit einem Familienmitglied, wo man merkt, so, das bringt mich total aus der Balance, dort die Energie, das stimmt Dinge nicht, ich muss das klären. Das hilft nachher auch wieder so, einfach auch wieder sich selber richtig spüren, warnen und die Konflikte, die es je nachdem in diesem Bereich hat, im eigenen Leben, die Konflikte wirklich angehen und können bewältigen. Tipp Nummer 4.
Nahrung und besonders so warme Nahrung oder das, was wir früher als Kind besonders gerne bei unseren Grosseltern gegessen haben. Genau, auch diese Nahrung gibt uns ein Gefühl so ein von Geborgenheit und gibt uns so das Gefühl von früher zurück. Also wenn man sich ein bisschen entwurzelt fühlt, ist es wirklich wichtig auch für den Körper, um warme Nahrung aufzunehmen. Das heisst, wir kochen zu essen, wir schauen, dass wir wirklich so ein die sogar fast ein bisschen schwere Kost, je nachdem zu uns nehmen. Also wirklich so das, was man früher die älteren Makronen mit Äpfelmus vielleicht, das ist so ein bisschen etwas, wo uns wieder in ein gewisses Gefühl zurückbringt. Oder vielleicht ist der Milchreis, was Grossmami gekocht hat, dazumal. Einfach so wirklich die gekochten Speisen, die einem so ein nährendes, ein wärmendes Gefühl wieder zurückgeben. Auch das hilft uns, wieder zurück auf den Boden zu kommen. Und als letzter Tipp, wirklich so ein schöner Tipp, ist, sich mehr Pause gönnen im Alltag. Und zwar, auch wenn es nur wirklich 3 Minuten sind, wo man einfach kurz ansitzt, dann tief atmen, vielleicht einfach wieder den Boden unter uns spüren. Und dann gehen wir wieder weiter. Auch das gibt uns wieder so ein in dem Moment so eine gewisse Erdung, eine gewisse Ruhe, eine gewisse Sicherheit. Und die Sicherheit und die Ruhe können wir nachher wieder weiter in den Alltag mitnehmen. Darum das nächste Mal, wenn du merkst, dir fehlt ein bisschen der Kontakt zum Boden, dir fehlt die Stabilität im Leben, je nachdem gehst du auf einen von diesen 5 Tipps zurück und ich wünsche dir dementsprechend viel Spass beim Ausprobieren vom einen oder anderen Tipp von heute.